Nur noch da, vorne gemeldet, 6. Andy Car Racing. Lass uns erstmal holen, tangieren. Die beiden Führerinnen. Hinterkurve, Startnummer 141, der Audi hat gewonnen. Im zweiten Lauf ebenfalls ein Problem. Hintervorderachse, Reifen geplatzt. Dadurch nicht mehr so stark gewesen. Das haben sie zwischenzeitlich repariert. Aber bei drei Autos ist es natürlich eine ruhige Geschichte hier. Andy Car Racing. Das ist mal angehen auf dem Durchplatz. Die drei ziehen jetzt hier ganz entspannt ihre Runde. Und Startnummer 141 sollte das Ding am Ende für sich entscheiden. Und erneut scheint die Vorderachse Probleme zu machen. Lässt es ruhig angehen, fährt hier nicht unbedingt auf Kraftanlage. Das ist eine entspannte Runde, die wir uns hier gerade anschauen. Im zweiten Lauf dann Marco Barth von den 19 dabei, Florian Sustav nochmal dabei und Heiko Schulz könnte jetzt noch einmal angreifen. Da die Vorderachse wieder platt ist bei der Startnummer 141, kann er nicht mehr so wirklich Beschleunigung aufbauen. Das wiederum ist gut für Racing Team Egger, für Heiko Schulz. Er versucht jetzt noch einmal vorbeizukommen auf der Bahn. Vielleicht jetzt in der letzten Kurve noch einmal der Angriff. Das scheint ihm zu gelingen. Da hat er das Gefährt einfach besser unter Kontrolle. Und holt sich am Ende Platz 1, Platz 2 für die 141 und auf 3 das IndyCar Racing Team. Da gibt es auch noch einen Überschlag zum Abschluss. Legt er das Ding noch aufs Dach. Also alles dabei gewesen mit drei Autos hier in dieser Klasse. Wie gesagt, im nächsten Lauf dann noch jetzt steine.